WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 17. Februar 1963. Der Geburtstag des Basketballspielers Michael Jordan. Im Büro von Stefan Beck hängt ein gerahmter Zeitungsartikel aus der New York Times an der Wand. Jeden Tag wird Beck daran erinnert, wie er 1992 bei den Olympischen Spielen unter dem Korb mit Michael Jordan um den Ball kämpfte, der durch die Luft auf ihn zusegelte. Beck hatte keine Chance. Das ist die Aktion, die man hier auf dem Foto sieht, wo er praktisch auf mich draufspringt. Ich konnte nicht schnell genug weg. Dabei war Stefan Beck selbst ein sehr guter Basketballer. 6-mal deutscher Meister, 133 Spiele mit der Nationalmannschaft, Europameister 1993. Heute ist er Cheftrainer der Kölner Rheinstars. Die Begegnung mit dem legendären Dreamteam um Michael Air Jordan in Barcelona war ein Höhepunkt in seinem Sportlerleben. Und dann kam eben Michael Jordan mit einem Lächeln, einem Charisma, einer Leichtigkeit in allem, was er tat, der ihn zu der Zeit zu dem größten Sportler auf dem Planeten gemacht hat. Jordan prägte den Basketball und den Lifestyle seiner Zeit. Auch Menschen außerhalb des Sports kennen sein Gesicht, haben seine einzigartigen Spielzüge gesehen. Viele nennen ihn den besten Spieler aller Zeiten, auch US-Präsident Barack Obama. Wie er den Ball in der Luft von einer Hand zur anderen wechselte gegen die Lakers, die 63 Punkte gegen Boston, die entscheidenden Würfe gegen Georgetown, über Elo, über Russell. Mit dem Dream Team machte er den Basketball in der ganzen Welt populär. Er ist der beste Spieler der beiden besten Mannschaften aller Zeiten, des Dream Team und der Chicago Bulls. Spieler wie Larry Bird, Kobe Bryant, LeBron James oder Magic Johnson bewundern ihn. Michael Jordan war nicht nur der beste, sondern auch der aufregendste Basketballer, der je gespielt hat. Wir träumen nur von den Dingen, die er vollbringen kann. Vom Basketball träumt der junge Michael Jordan zuerst nicht. 1963 wird er in New York geboren, wächst in der Provinz auf, in Wilmington, North Carolina. Es sind bodenständige Verhältnisse. Der Vater arbeitet als Gabelstaplerfahrer. Die Eltern bringen Michael, seinen zwei Brüdern und zwei Schwestern bei. Arbeite hart und keep your nose clean, mach keinen Mist. Michael ist vor allem eines, extrem ehrgeizig. Er will immer gewinnen. My competitive nature is gone. Meine Kämpfernatur habe ich durch meine Brüder, meine Schwestern und durch meinen Vater. Sport war mein Ding. Laufen, Baseball, Football, Basketball. Ich spielte alles, um die Schule zu verpassen. Mein Feuer hatte ich von meinen Eltern. In der 10. Klasse wird er nicht ins Basketballteam aufgenommen. Diese Zurückweisung wird zum Auslöser seiner Karriere. Er trainiert so hart, dass er Talentscouts von sich überzeugen kann und bekommt ein Stipendium für die University of North Carolina. Millionen schauen die College-Ligaspiele im Fernsehen. Michael Jordan ist 19, als ihm im Finale gegen Georgetown Sekunden vor Schluss der entscheidende Wurf gelingt, zum 63-62. Michael Jordan, 14 Sekunden. Bis dahin wusste niemand, wer ich war. Ich hieß Mike Jordan. Aber ab da nannte man mich überall Michael Jordan. 1985 kommt er in die National Basketball Association, die NBA, zu einem mittelmäßigen Team, den Chicago Bulls. Mit Jordan ändert sich alles. Für das Team, die Stadt, die NBA. Schon in seinem ersten Jahr übertrifft er alle Erwartungen. Sagte vielleicht, naja, vielleicht macht er so 10, 15 Punkte im Schnitt. Ne? Und direkt im ersten Jahr macht er 28 Punkten. Es war unglaublich. Vor allem die Art, wie er spielt, zieht die Massen an und katapultiert die TV-Quoten in die Höhe. Jordan ist explosiv, athletisch, einfallsreich. Er fliegt durch die Luft wie niemand sonst
und hämmert den Ball in den 3 Meter hoch hängenden Korb. Naja, am Anfang war es natürlich die unglaublichen Dunkings, die er gemacht hat, wo er einfach durch die Luft segelte, Beine breit, Zunge raus, an allen vorbei, über alle drüber und den Ball in den Korb stopfte. Da hat er dann gelernt zu schießen. Dann hat er so einen Drehwurf, der nicht zu verteidigen war. Es gibt so viele verschiedene Moves, die nur er praktisch erfunden hat. Mit 1,98 Meter ist er nicht außergewöhnlich groß. Doch er kann Spiele gestalten und entscheiden, blitzschnell über das Feld dribbeln, sich körperlich gegen Gegner durchsetzen, aus der Distanz schießen und hart verteidigen. Michael hasste es zu verlieren. Er kriegte dann immer diesen Blick. Wenn man den sah, war klar, gib ihm den Ball und dann geh verdammt nochmal aus dem Weg. Und wenn er vom Boden abhebt, scheint die Schwerkraft aufgehoben. Es gibt eine ganz berühmte Szene, wo er seinen ersten Dunking-Wettbewerb gewinnt. Da springt er von der Freiwurflinie ab. Die ist 4,30 Meter vom Korb entfernt, der in 3 Meter Höhe hängt. Die Videos von solchen spektakulären Aktionen und Spielzügen kennt jeder Basketballfan. Michael Jordan macht aus den Chicago Bulls ein Gewinnerteam. In seiner zweiten Saison demontiert er ganz allein die Boston Celtics mit dem großen Larry Bird. 25, 30 Punkte erzielten Spitzenspieler zu dieser Zeit. Jordan macht 63. Das war eine unglaubliche Performance. Ich habe das nie zuvor und nie wieder danach gesehen. Das war nicht Michael Jordan, das war Gott in Gestalt von Michael Jordan. 1990 stellt er seinen persönlichen Rekord auf. 69 Punkte gegen die Cleveland Cavaliers. Ein Jahr später schlagen die Bulls ihre Erzfeinde, die Detroit Pistons, und gewinnen ihre erste Meisterschaft gegen die Los Angeles Lakers um den charismatischen Magic Johnson. Johnson erzählte später, wie Jordan ihm und Larry Bird selbstbewusst mitteilte, wer der neue Star sei. Michael sagte, wisst ihr, im College wart ihr die beiden, zu denen ich aufgesehen habe. Ihr habt so lange die NBA dominiert. Aber jetzt gibt es einen neuen Sheriff in der Stadt. Und der bin ich. Und wir sagten, stimmt, dann leg mal los. Auch in den Folgejahren 1992 und 93 gewinnen die Bulls die NBA-Meisterschaften. Jordan ist der unbestrittene Anführer seines Teams. Viele haben vor ihm Angst. Er ist unbarmherzig gegen sich und seine Mitspieler, auch im Training hart und aggressiv. Er will immer um jeden Preis gewinnen. Das ist auch im Olympiateam zu spüren, das 1992 als Dream Team in die Geschichte eingeht. John Stockton, Magic Johnson, Chris Mullin, Charles Barkley, Scottie Pippen, Clyde Drexler, Patrick Ewing war da, Larry Bird war da und Michael Jordan natürlich. Es gab wirklich niemals eine bessere Mannschaft. Die Auftritte des Dream Teams lösen eine weltweite Welle der Basketballbegeisterung aus. Vor dem Hotel und auf den Straßen warten tausende Fans, vor allem auf Michael Jordan, erinnert sich sein Mitspieler Charles Barkley. Ich war schon mit vielen berühmten Menschen zusammen, aber ich habe noch nie erlebt, dass Menschen so auf jemanden reagieren wie auf ihn. Sie drehten durch, wenn sie ihn sahen. Bei den Olympischen Spielen in Barcelona werden die US-Spieler gefeiert wie Popstars. Sie gewinnen im Schnitt mit 40 Punkten Differenz. Ihre Gegner machen trotzdem Fotos zur Erinnerung. Auch die deutsche Mannschaft tritt gegen das Dream Team um Michael Jordan an. Jetzt spiele ich gegen Michael Jordan, versuche nicht weh zu tun. Es gab niemanden, der ihn halten konnte. Und hier geht Michael Jordan einfach an allen vorbei und stopft ihn rein. Das Endspiel gegen Kroatien geht 103 zu 70 aus. Das Dream Team ist Botschafter für den Basketball, cool, charismatisch, unterhaltsam. Jordan ist unter den Stars der Superstar.
Doch sein Höhenflug mit 3 NBA-Meisterschaften und der Goldmedaille von Barcelona wird jäh unterbrochen. 1993 wird sein Vater bei einem Raubüberfall ermordet. Er verliert seinen wichtigsten Berater, seinen Kompass, seinen Halt und erklärt mit 30 Jahren seinen Rücktritt. Die Basketballwelt erstarrt. Das Positivste, das ich mitnehmen kann, ist, dass mein Vater mein letztes Spiel gesehen hat. Das bedeutet mir sehr viel. Vielleicht komme ich auch wieder. Er beginnt eine Karriere als Profi-Baseballer und spielt gar nicht schlecht. Doch nach 2 Jahren teilt er in einem knappen Statement mit: I'm back. Die erste Saison verläuft allerdings enttäuschend für die Bulls. Kritiker zweifeln, dass er an alte Leistungen anknüpfen kann. Das stachelt seinen Ehrgeiz umso mehr an. Er dreht auf und hat neben Scottie Pippen jetzt auch den schillernden Verteidiger Dennis Rodman im Team. 3 Jahre lang dominieren die Chicago Bulls die NBA. Und nicht nur Barack Obama hält sie für das beste Team aller Zeiten. Die Meisterschaftsspiele der Jahre 1996 bis 98 gegen die Seattle Supersonics und gegen die Utah Jazz und Karl Malone werden legendär. 1996 gewinnen die Bulls ausgerechnet am Vatertag. Ich kann nicht sagen, was mir das bedeutet. Ich weiß, mein Vater schaut zu. Für meine Frau, meine Kinder, meine Mutter, Brüder, Schwestern. Das hier ist für Daddy. Nach dem Spiel liegt Michael Jordan weinend in der Umkleide auf dem Boden mit dem Ball im Arm. 1998 erzielt Jordan den entscheidenden Korb zu seiner 6. und letzten Meisterschaft. Und hier klaut er Karl Malone im letzten Angriff im Finale gegen Utah den Ball. Es sind noch 15 Sekunden auf der Uhr und er schickt alle weg. Es war sein letzter Wurf und der hat die NBA-Meisterschaft besiegelt. Das ist sozusagen der Inbegriff eines Sprungwurfs, der Shot, also der Wurf. Zum zweiten Mal erklärt er seinen Rücktritt. Mit 36 ist er bereits eine Sportlegende, wird in eine Reihe mit Muhammad Ali und Pelé gestellt. Sein Gesicht ist weltbekannt, die Glatze, das Lächeln, die heraushängende Zunge, wenn er spielt. Seine Popularität hat noch einen Grund. Schon in seinem ersten Profijahr hat er von einer kaum bekannten Sportfirma einen Exklusivvertrag bekommen, von Nike. Seine Schuhe, die Air Jordans, werden zu Kult- und Lifestyle-Objekten. Er hat ganz früh mit seinen eigenen Schuhen gespielt und die waren ganz anders als alle Schuhe vorher. Die waren nämlich bunt, die waren rot, schwarz und weiß. Jeder wollte diese Schuhe tragen. Natürlich hatte ich welche. Mit 38 will Jordan es noch einmal wissen, spielt 2 Jahre lang bei den Washington Wizards. 2003 tritt er zum dritten Mal zurück, diesmal endgültig. Als Geschäftsmann ist er so ehrgeizig und erfolgreich wie als Sportler. Er betreibt seine eigene Jordan-Brand. Jedes Jahr kommt ein neues Air Jordan-Schuhmodell auf den Markt. Als Werbefigur generiert er in seiner aktiven Zeit 10 Milliarden Dollar Umsatz. Im Jahr 2020 erscheint eine Doku-Serie über ihn, die Bulls, das Dream Team, über Licht und Schatten seiner Karriere, seiner Persönlichkeit. Was man da sieht, ist meine Hingabe an das Spiel. An jedem Tag, die Siege und den Preis, den man zahlen muss. Vielleicht sehen manche etwas anderes und kritisieren mich. Aber am Ende ist mein Herz, meine Seele genau am richtigen Platz. Heute nimmt Michael Jordan einen Ehrenplatz in der Hall of Fame des Basketball ein. Er schwebt dort etwas höher als alle anderen. Es kann nur einen Michael Jordan geben, einen Michael Air Jordan. Ein Zeitzeichen von Christian Coesfeldt über Michael Jordan, der heute 60 Jahre alt wird.